Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis zur Verlosung. Es gibt nämlich auch diesen Monat wieder etwas bei mir zu gewinnen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt aber zu euren Sternen. Manche Krebse dürften Romantik pur erleben. Für einige von euch sieht es aber nach gefährlichen Liebschaften aus, besonders wenn euch Amors Pfeil in der Chefetage trifft. Seid vorsichtig, damit ihr nicht verletzt werdet. Glück und Unterstützung bekommt ihr von Seiten eurer Familie. Schauen wir jetzt mal in die langfristigen Konstellationen, euren Erlebnishintergrund. Da ist natürlich weiterhin für euch wirksam hier dieses Spannungsdreieck zwischen Glücksplanet Jupiter, Krisenplanet Pluto und Veränderungsplanet Uranus. Die wirken also ziemlich gleichzeitig in diesem Monat auf euch ein. Es ist also ganz schön viel los in eurem Leben. Und von daher sind so manche Krebse wirklich auch ein bisschen überfordert oder auch genervt und stehen unter starker Anspannung. Und deswegen denkt dran, wenn ihr also wirklich Rückhalt braucht, den findet ihr dann bei eurer Familie. Seien es die Eltern, seien es die eigenen Kinder, sei es auch der Partner. Auf jeden Fall so dieses Gefühl von trautem Heim mit euren Lieben. Das gibt euch immer ein gutes Gefühl. Da könnt ihr euch immer stärken und euch wieder auftanken. Genau. Und diese Spannung hier, die bezieht sich eben auch auf be neue Begegnungen, ne? Ihr habt ja schon lange den Krisenplanet Pluto im Partnerhaus stehen, also Begegnungen, die euch wandeln, bedeutet das. Und es können jetzt auch wirklich sehr prickelnde Begegnungen sein, weil ja die Venus da auch mit eine Rolle spielt. Aber es steht eben leider nicht in Harmonie zur Krebssonne, sondern eher in Spannung, sodass euch das irgendwie aufregt. Und der Krebs hat es ja eigentlich ganz gerne, wenn es mehr harmonisch läuft. Aber stellt euch mal darauf ein, dass Liebesangelegenheiten jetzt in diesem Monat eher aufregend sind. Und dieses Aufregungsdreieck, das verläuft also besonders stark für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und 8. Juli Geburtstag haben. Dann haben diejenigen, die zwischen dem 30. Juni und 5. Juli Geburtstag haben, den schönen harmonischen Einfluss von Romantikplanet Neptun. Das sind die, die besondere Chancen haben, eine sehr romantische Begegnung zu erleben und eine schöne Zeit zu haben mit jemand, mit dem sie sich sehr, sehr innig verbunden fühlen. Das ist hier Neptun, der steht im sehr schönen Aspekt zur Krebssonne. Das ist sehr günstig, ne? Genau, und jetzt aktuell, wenn wir in die aktuellen Sterne schauen, dann fangen wir an mit dem Neumond vom 26., der auch in diese Richtung geht. Also der verstärkt diese Neptunkräfte, diese romantischen Kräfte. Und das heißt, der Monat steht so ein bisschen unter der Überschrift für euch, dass ihr euch Gedanken machen sollt, was ihr euch wünscht für Romantik in euer Leben. Entweder wenn ihr Single seid, dürft ihr euch ruhig mal erträumen, wie eure romantische Beziehung aussehen soll. Wenn ihr fest liiert seid, dann würde ich mal empfehlen, romantische Pläne zu machen, wo man wirklich guckt, dass man mit dem Herz allerliebsten was macht, wo man eine echte Qualitätszeit miteinander verbringt. Am besten eine Reise. Das ist auch sowieso mein Tipp für alle Krebse, denen das jetzt im Moment zu viel wird mit dieser aufregenden Energie jetzt im Februar und auch März. Also wenn ihr in der Zeit vielleicht die Möglichkeit findet, irgendwohin zu verreisen, am besten ans Wasser, dann könnt ihr eben diese Neptunenergie anzapfen, die eher für euch ja, so ein Seelenbalsam sein kann. Na? Und der Neumond ist eben auch ein Hinweis, dass ihr romantische Pläne machen soll, aber das habe ich ja schon gesagt, genau. Gleichzeitig startet der Monat aber mit großer Reizbarkeit und vielen Aufregungen. Das sind eben Venus und Mars, die Liebesplaneten. Und dabei ist jetzt auch noch der Mond und der Uranus am 1. März und das alles in Spannung zur Krebssonne. Sieht man hier, sind die ganzen roten. Und das ist einfach eine Energie, die euch nicht zur Ruhe kommen lässt. Ne? Und außerdem ist ja, das ist ein Quadrat von Mars, also eine Spannung von Mars auf die Sonne, immer mit einer gewissen inneren Reizbarkeit verbunden. Für euch spielt sich das jetzt ab im Karrierehaus. Es ist einerseits gut mit der Venus, eine schöne Energie, man hat Charme, ihr könnt euren Charme spielen lassen in Verhandlungen, aber weil ihr auch reizbar seid und weil dann auch immer wieder so Unterbrechungen kommen oder so Planänderungen, ist es auch anstrengend. Das mögt ihr ja nicht so gerne. Und
Deswegen immer wieder auch aus der Familie Impulse. Also da findet ihr Glück, aber natürlich ist es auch nicht immer so gegeben, dass ihr da die Zeit habt, weil ihr hier so gefordert seid. Und vielleicht steht hier noch eine Begegnung an, die euch auch aufregt. Also wie gesagt, es ist alles nicht so einfach. Auf jeden Fall, ich würde mal so sagen, es kann schon sehr prickelnd sein, sehr anregend, aber es ist eben nicht unbedingt so easy, ne? Und so mancher Krebs ist ja eigentlich so ein ganz begeisterter Couch-Potato oder entspannt sich gerne. Und das ist jetzt nicht so einfach. Wenn ihr Entspannung sucht, müsst ihr wirklich ganz bewusst euch zurückziehen oder euch dann eben durch eine Reise einfach so einen Ort verschaffen, wo ihr zu euch finden könnt oder wo ihr mit jemandem, dem ihr vertrauen könnt, so ein bisschen von diesem Stress Abstand nehmen könnt. Genau. Trotzdem habt ihr aber auch gleich zwei schöne Top-Tage zu Anfang des Monats, wenn nämlich der Mond im Stier so ein bisschen für Entspannung sorgt. Der geht dann in einen entspannenden Aspekt zu dieser ganzen Konstellation und das kann vorübergehend wirklich sehr angenehm sein, vielleicht eben auch im Kontakt mit guten Freunden, dass ihr da vielleicht eine Insel findet, eine Zuflucht findet. Genau. Am 4. kommt ja dann die Venus-Konstellation, dass die Venus rückläufig wird. Und das Ganze befindet sich eben in Spannung zur Krebssonne. Und zwar besonders für diejenigen der zweiten Dekade anfangs, ab dem 4. und bis zum 16. März merken die Krebse der zweiten Dekade das besonders und dann bis zu Ende März die Geborenen der ersten Dekade. Und das heißt eben, dass Liebeserlebnisse zu Spannungen führen. Ne? Und besonders, weil es hier im 10. Haus ist, wenn ihr also irgendwie mit dem Chef flirtet oder in dieser Richtung aktiv seid, kann das halt wirklich auch zu Konflikten führen. Da müsst ihr damit rechnen, ne? Und dann vielleicht einfach den Ball ein bisschen flach halten. Im besten Falle könnt ihr es nutzen, indem ihr eben auf dem Weg eurer Karriere euren Charme spielen lässt und vielleicht auch die Mittel des Flirts einsetzt, um Aufmerksamkeit zu erhalten, um dann eben eure Ziele auch durchzubringen. Das wäre die ideale Art, damit umzugehen. Ihr müsst auf jeden Fall die Nerven behalten, das ist ganz wichtig. Ihr müsst die Nerven behalten, denn ihr könnt jetzt auch viel für eure Ziele erreichen in diesem Monat, wenn ihr nicht euch da panisch machen lässt. Das ist wichtig. Dann habt ihr einen guten Tag am Montag, den 6. Das wäre vielleicht so ein Tag, wo man auch vielleicht ganz gut mal eine Verhandlung führen könnte oder eine Präsentation machen könnte. Oder für die Liebe gesehen eben auch Impulse entstehen, die ganz angenehm sein können. So, dann gibt es eine gute Energieänderung für euch am 10., wenn nämlich der Mars aus dem Widder rausläuft, also diese Reizbarkeit lässt dann nach und dann geht er in einen förderlichen Aspekt zu euch und das bedeutet tatkräftige Unterstützung und gute Unternehmungen mit Freunden. Also eure Freunde helfen euch und mit denen könnt ihr was unternehmen und da läuft's und da kriegt ihr auch mal eine starke Schulter zum Anlehnen. Ja, Mars im Stier, starke Schulter. Und vielleicht lernt ihr auch sogar über Freundschaften jemand Nettes kennen. Genau. Und diesen Aspekt bemerken zuerst bis zum 24. März die Geborenen der ersten Dekade, dann läuft der Mars bis zur Mitte der zweiten Dekade und dann im April halt auch noch weiter durch den Stier, das sage ich euch dann. Dann habt ihr einen schönen Tag am 11., an dem Samstag, den 11., ist ein guter Tag für euch hier. Mond in der Jungfrau bringt auch wieder Entspannung rein zur Krebssonne, zu diesen ganzen anderen Spannungsplaneten. Und dann ist ja der Vollmond. Vollmond ist natürlich für Krebs besonders wichtig, weil ihr vom Mond regiert werdet und wahrscheinlich dann auch besonders empfindlich seid. Ich selber bin ja Krebs-Aszendent. Ich merke das dann einfach daran, dass ich nicht schlafen kann. Sollte ich dann gerade mal nicht geguckt haben, wann die Vollmondkonstellation genau ist, dann merke ich es einfach daran, dass ich dann nachts wach liege und spätestens dann merke ich, hey, jetzt ist Vollmond. Selbst wenn man ihn nicht sieht, ne? Man spürt es ja, das wisst ihr ja auch. Genau, aber der steht jetzt auch nicht so schlecht für euch, weil er ja in den Zeichen Jungfrau und Fische steht und das ist eine Harmonie zur Krebssonne. Also ich denke mal, ihr werdet mit diesem Vollmond einigermaßen klarkommen und es kann für euch sogar eine recht entspannende Zeit sein und vielleicht seid ihr dann sogar diejenigen, die mit viel Mitgefühl auch anderen dann zur Seite stehen können. Das wäre ja auch mal wieder ein gutes Gefühl und das mögt ihr ja auch, wenn ihr für andere da sein könnt. Und der Mond kann euch natürlich auch helfen, was ihr für Pläne machen wollt und wie ihr die Pläne in den Alltag integrieren wollt. Alltag ist Jungfrau und hier drittes Haus, ne? Hier große Pläne, hier vielleicht schon mal so erkennen, wie man das integrieren kann. Dafür kann der gut sein für euch. Genau, dann geht der Merkur ja am 13. auch in den Widder. Ist auch nochmal ein Energiewechsel von einem eher mitfühlenden
Austausch hin zu einem mehr aggressiven, selbstbetonten, willensstarken Austausch. Für euch dann auch wieder im Bereich der Karriere. Das kann gut sein für Pläne und Verhandlungen und für Selbstdarstellung, aber eben immer so ein bisschen stressig auch. Deswegen sage ich ja, behaltet die Nerven. Und dann am 20. zu Frühlingsanfang geht ja dann auch noch die Sonne in den Widder, betont auch eure Karriere, euren Ziel, eure Zielsetzung, euren Ehrgeiz und so weiter und steht auch in Spannung zu Krebs. Sondern das ist eben nun mal so, dass da ist die Astrologie auch sehr logisch, ne? Dass das 10. Haus ein Quadrat zum 1. Haus bildet. Das heißt einfach, die Dinge, die sich für unsere Karriere abspielen, sind eigentlich immer irgendwie ein bisschen stressig. Das ist meistens nicht so, dass es alles von selbst läuft und harmonisch läuft, sondern man muss irgendwie kämpfen, man muss sich auseinandersetzen, man muss viel tun. Und das werdet ihr spüren, aber ihr könnt auch sehr viel erreichen in dem Monat. Ne? Auch wenn es vielleicht zur Lasten eurer Liebeszeit geht, die ihr da so habt, kann auch zu einer Krise führen hier mit einem Partner, den ihr begegnet seid, der vielleicht sauer ist, dass ihr zu wenig Zeit habt. Oder andersrum, dass ihr hier eigentlich mehr Zeit investieren müsstet, aber euch die ganze Zeit in diese Partnergeschichte reingezogen fühlt. Das ist eben leider eine Spannung hier. Und da müsst ihr auch die Nerven behalten und müsst ein bisschen an euch selber denken. Ja, da müsst ihr wirklich gucken, wo ihr hin wollt, was für euch wichtig ist. Und dann müsst ihr dann, das muss der Kompass sein in so einem Monat mit so vielen Quadraten. Der Kompass muss sein, wo will ich denn eigentlich hin? Und von den Sternen her sieht es so aus, als ob es jetzt mal fast mehr um eure Karriere geht. Aber je nachdem, ne, wie auch euer privates Horoskop so ist, können diese ganzen Planeten natürlich auch günstig für euch, für die Liebe fallen. Da müsstet ihr dann vielleicht mal eine Beratung mit mir vereinbaren. Es bleibt aber dabei, dass es ein Quadrat ist. Also ein bisschen Spannung und Aufregung ist auf jeden Fall drin. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Die kritische Phase ab dem 24. betrifft bei euch eben weiterhin diesen Konflikt zwischen Beruf, Familie, Partnerschaft. Also die Anforderungen von allen Seiten könnten dann wirklich zu viel werden in dieser Zeit ab dem 24. und bis Ende des Monats. Und außerdem können eben Flirts im Beruf, speziell eben mit Leuten, denen ihr bei der Verfolgung eurer Karriere und eurer Ziele begegnet, können eben zu Konflikten führen. Ne? Also gerade diese Spannung am 24. und 25. hier einmal der Merkur, der dann hier im Quadrat zum Pluto steht und gleichzeitig Sonne, Venus, also das ist dann hier wieder diese Verliebtheit. Da könntet ihr euch vielleicht offenbaren und jemandem irgendwas sagen über eure Gefühle, was dann nach hinten losgeht. Also ich wäre da vorsichtig. Das ist ja auch ein Wochenende, vielleicht ist das auch eine Feier, wo ihr jemanden trefft, mit dem ihr sonst zusammenarbeitet. Ne? Da wäre ich also zurückhaltend. Das kann auf keinen Fall schaden, denn wenn die Liebe da ist, dann lässt sie sich auch Zeit und dann muss das nicht überstürzt werden. Ich würde dann nichts überstürzen an eurer Stelle. Genau. Dann haben wir den Neumond. Ja, denn das könnte euch dann sogar auch vielleicht beruflich schaden, ne? Wenn ihr da was sagt, was in dem Moment nicht angemessen ist. So, jetzt haben wir den Neumond, der ist am 28. für euch natürlich auch wieder sehr wichtig. Alle Mondkonstellationen sind für die Krebse immer extrem wichtig und auch der geht in die Karriere. Also, vielleicht überlegt ihr dann zu diesem Neumond, wo ihr hin wollt. Das sind eben hier die persönlichen Ziele im 10. Haus. Auch so ein bisschen die Lebensziele, ne? Euer Erwachsenwerden, euer in der Gesellschaft was darstellen. Was habt ihr denn da noch so vor? Ja, wo wollt ihr euch da öffentlich präsentieren? Wenn ihr ganz viel Glück habt, dann ist eben diese Venus-Konstellation gegeben, dass ihr vielleicht mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem ihr auch Partner seid. Das ist natürlich dann optimal. Auch das kann übrigens zu Reibereien führen, denn da gibt es ja vielleicht Leute, die sind dann eifersüchtig oder die beschuldigen euch, dass ihr euch gegenseitig Vorteile verschafft. Ne? Solche Sachen sind auch möglich. Aber nochmal, liebe Krebse, jetzt heißt es Nerven bewahren. Ja? Ihr könnt das schaffen und ihr könnt letztlich dann auch wirklich erfolgreich sein, wenn ihr euch nicht verrückt machen lasst. Das ist das A und O in diesem Monat. Ja? Wenn ihr das hinkriegt, dann seid ihr fein raus und dann könnt ihr auch vielleicht sogar den einen oder anderen Konkurrenten aus dem Feld schlagen. Und dieser Neumond spricht natürlich von einer beruflichen Neuausrichtung. Denkt doch dann auch darüber mal nach. Wo soll es hingehen? Wollt ihr vielleicht nochmal die Richtung ändern? Ist ja im Widder eine super starke Erneuerungspower. Na, also da ist jetzt ganz, ganz viel Bewegung drin. Und am 31. ist
auch wichtig, da geht der Merkur nämlich dann in den Stier, damit dann auch in einen guten Aspekt zu euch. Dann habt ihr Mars und Merkur auf eurer Seite, die euch dann auch helfen, euch entschieden, aber nicht unhäuflich durchzusetzen. Und es bedeutet auch, dass ihr von Seiten eurer Freunde eine gute Unterstützung kriegt oder wenn ihr euch der Schwung fehlt, dass ihr da dann einfach euch ein bisschen Schwung und Motivation holen könnt. Genau. Okay, meine lieben Krebse und Krebsaszendenten, soweit eure Konstellationen im März. Ihr wisst ja, dass euer Geburtshoroskop viel, viel mehr ist als nur die Sonne, die wir uns jetzt angeguckt haben, oder der Aszendent. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, ich biete natürlich Beratungen und Workshops rund um euer Horoskop an. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite. Gerne mache ich natürlich Beratungen ab mindestens einer halben Stunde oder länger, weil man dann eben doch auch mehr in die Tiefe gucken kann. Aber wenn ihr mal ganz kurz eine Frage habt, habe ich dafür die Hotline eingerichtet, dann verabredet euch bitte mit mir auf meinem Kundentelefon und dann können wir dafür kurzfristig einen Termin machen, dass wir uns unterhalten können. Und außerdem für die Krebse, die sich für Astrologie interessieren, und da gibt es viele, das weiß ich, ich habe am 11. und 12. März und noch mit zwei Abendfolgeterminen ein Webinar über die Synastrie und Kombindeutung. Das ist Teil meiner Astrologieausbildung und Fortgeschrittene können da gerne noch einsteigen. Infos dazu auch über meine Webseite und auch es gibt ein Infowebinar, das blende ich jetzt hier alles ein. Das könnt ihr euch dann vielleicht nochmal anschauen. Meine Webseite antonialangsdorf.com ist auch für euch da. Und vielleicht gewinnt ihr aber auch bei der Verlosung. Ich verlose auch diesmal wieder 15 Minuten Beratung, vielleicht auch als Partnerberatung, wenn ihr möchtet. In dem Fall würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und mir eine nette Nachricht hier zu posten, einen netten Kommentar zu posten. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und der Gewinner wird dann in der kosmischen Schwingung für den April bekannt gegeben. Ja, ihr Lieben, weitere Hinweise und was sonst noch alles fehlt, jetzt steht alles in den Links unten in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich euch einen erfolgreichen und auch prickelnden und liebevollen Monat und alles Gute mit den Sternen.